Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Beim letzten Mal haben wir richtig viele Ressourcen einkassiert. Die meisten unserer neuen Rekruten haben nie auf so engem Raum wie auf der Avenger gearbeitet. Vor dem Krieg hätten wir Zeit für ihre Ausbildung gehabt, aber jetzt müssen sie alles im Einsatz erlernen. Ja, das ist ja auch gut so. Es geht nichts über die Gegenwart. Wir kriegen in 3 Tagen schon eine Vorratslieferung. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ich hoffe, die Aliens lassen uns bis dahin in Ruhe, denn dann können wir nochmal richtig fett einkaufen gehen. Und zwar wirklich super fett einkaufen gehen. So, da kriegen wir leider kein Funkrelais mehr rein, aber ich könnte theoretisch noch einen Kontakt herstellen, ne? Hier zum Beispiel. Was bringt mir denn Ozeanien für einen Bonus? Pff, armselig. Aber hier gibt es eine Dreier-Einrichtung. Das heißt, wenn wir die hier vernichten, geht das Ding um 3 Blöcke zurück. Was natürlich sehr, sehr geil wäre. Wir stellen lieber hier den Kontakt her. Setze Kurs auf Sektor 4. Das ist besser. Chile. Denn die beiden südamerikanischen Länder können wir noch in unsere jetzige Kommzentrale reindrücken. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Ja, leider. Das heißt, von den nächsten Vorräten werden wir auf jeden Fall das Vierlingsgeschütz kaufen. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Commander, es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Und es gibt wieder ein Colonel. Nice, nice, nice. Da gucken wir gleich mal. Oh Mann. Das kann lustig werden. Ignorieren, die holen wir uns später. Ich will den Kontakt zuerst eben zu Ende herstellen. Neue regionale Kontakte gefunden. Ja, ich weiß. Ja, die werde ich jetzt auch sofort einsammeln. Und dann fliegen wir zum HQ, gucken nochmal nach, was die andere Tante bringt. Der Colonel, ob das sich lohnt, die zu kaufen, welche, je nachdem, welche Klasse die ist. Wir brauchen ja auch Ersatzleute, falls mal jemand von uns ausfällt. Uiui, das war nicht schön. Da muss ich mich eben ganz böse husten. Ich hoffe, jetzt lass uns einen Moment in Ruhe. Raum ansehen. Hier brauche ich jetzt die Schattenkammer. Dann baue ich hier die Verteidigungsmatrix aus. Verteidigungseinrichtung verbessert. Ja. Und hier baue ich dann noch eine Schattenkammer beginnen, wenn Sie es wünschen, Commander. Nicht genug Energie? Oh, wie blöd. Ich könnte die Illyrium-Leitung kaufen. Aber die kostet 150 Vorräte. 20 Kristalle. Wahrscheinlich ist es tatsächlich billiger, wenn ich hier einfach ein Energierelais baue für 80 Vorräte. Ja. Bau des Energierelais eingeleitet. 6 Tage. Oh, das ist lang. Ah, macht nichts. Das ist erstmal egal. Wir haben eh noch zu tun. Wir holen uns die Vorräte. Mal gut zurück. Kurs auf Sektor 12. Und dann können wir uns dieser Einrichtung da unten widmen. Na, wobei, nein, wir machen erstmal die Schattenkammer fertig. Willkommen, Commander. Ach, das geht ja jetzt alles Schlag auf Schlag hier. Ich bin zwar beeindruckt, welche Fortschritte wir beim Infiltrieren des Alien-Psionik-Netzes machen, aber die Komplexität ihrer technischen Entwicklung gibt uns weiter Rätsel auf. Wie auch immer, mit den verbesserten Entschlüsselungsmöglichkeiten dieser Kammer können wir aber sicher an viel mehr Informationen gelangen, als bisher erhofft. Na, da bin ich mal gespannt. Neues Ziel hinzugefügt. Okay. Neues Ziel hinzugefügt. Okay. Wir sind bereit und können mit der Analyse des aus der Advent-Geheimeinrichtung geborgenen Materials beginnen, Commander. Die ja. Schattenkammer ist voll funktionsfähig und wir können ihre fortschrittlichen Entschlüsselungsmöglichkeiten zur Analyse des Codex-Artefakts nutzen, das unsere Truppen geborgen haben. Das habe ich mir schon fast gedacht. Gut, untersuchen wir die Fiole. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Habe ich verletzte Soldaten? Nein, habe ich nicht. Okay, alles klar. Kein Problem. So, dann sammeln wir mal die restlichen Ressourcen ein. Achso, wir haben mal die Ressourcen eingesammelt. Ha. Ich wollte hier gucken. Willkommen, Commander. Ein Specialist. Ach nee.
Eigentlich brauchen wir das nicht. Gucken wir nochmal auf dem Schwarzmarkt, was wir da bekommen können. Oh, da oben ist das UFO. Der Markt ist offen. Wir könnten wieder Vorräte kaufen. Für 40 Info, überragende Konditionierung. Oh, nice. Nice, nice, nice. Das ist meine Lebenspunkte. Überragender Schaft. Ein überragendes Laser, wie sie ist. Beides ziemlich geil. Aber wir haben nicht mehr ganz so viele Infos. Ich. Warte, da war noch ein Soldat dabei, ne? Ah, ein neuer Scharfschütze. Ja, Scharfschütze brauchen wir auch nicht. Info kostet das hier sogar. Ne, wir bauen mal hier unten ein Funkrelais auf. Setze Kurs auf Chile. Funkrelais. Ach ja. Okay, bauen. Das war so klar. Commander, wir haben die Zahlen durch die Schattenkammer gejagt. Dies sind die taktischen Vorhersagen für unseren nächsten Feldeinsatz. Ja, jetzt wo wir die Schattenkammer haben, sehen wir nämlich, was für Feinde uns da erwarten. Und wie viele vor allen Dingen? 11, Berserker, Codex, Elite-Lanzenträger, Schwerer, Mech, Sektorport, Elite-Soldat. Oh, ja, cool. Immerhin kein Torwächter. Naja, das kriegen wir schon hin. Setze Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. Das ist natürlich, deftig. Aber gut, sei es drum. Ich wollte noch gucken, ob ich einen Blaster Launcher noch bekommen kann, einen zweiten. Ne? Hm. Ja komm, ist schon okay so. Vielleicht aber... Na gut, ein Voranzug braucht 5 Tage. Das dauert halt noch. Kann ich jetzt nicht einfach so aus dem Hut zaubern. Von daher muss es jetzt bei dem bleiben, was wir haben. Alles Colonels, saubere Sache. Okay, auf geht's. Auf geht's. In Position für den Einsatz. Na schön. Einsatz starten. Wir empfangen ein periodisch ausgesendetes Notrufsignal und soweit wir wissen, schlagen die Aliens gegen einen Außenposten des Widerstands zurück. Es sieht nicht gut aus. Wir rücken aus, um das Gebiet so schnell wie möglich zu sichern. Neutralisieren Sie alle Feinde. Ach ja, zusätzlich zu den ganzen Gegnern, die wir da haben, werden wir auch noch wieder 2 Gesichtslose dabei haben. Das ist natürlich mega ätzend. Aber das können wir leider nicht ändern. Ich werde so schnell wie möglich noch einen weiteren War-Anzug herstellen. Ja. 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Ja, Wahnsinn. Okay, wir fangen erstmal mit Warrock an. Erstmal gucken wir uns kurz um hier. Da hinten sehe ich einen Zivilisten. Das ist die Kartenecke. Dort sehe ich nichts. Das ist natürlich richtiger Müll. Also müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Und sich direkt neben den Tank zu stellen, ist vielleicht auch nicht gerade die cleverste Idee. Aber es hilft ja nun nichts, ne? Wir müssen uns ja ein bisschen beeilen hier. Wir müssen ja mindestens 6 Leute retten. Kennt ihr ja schon das Problem. Wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht. So, Stitch, du kommst mal hierher. Wem gebe ich denn mal die überragende Konditionierung eigentlich? Flatline, die stimmt. Er sollte eigentlich ein Feld weiter nach vorne. Aber gut, soll mir egal sein. Du kommst hierher. So, gut. Feldpost für die ganze Truppe. Oha. Codex und Berserker. Alle auf einmal. Und der hat auf jeden Fall einen abgekriegt. Jetzt lohnt es sich natürlich.
stehen da sehr ungünstig. Ich möchte aber noch keine der schweren Waffen verwenden. Denn wir wissen ja, dass da ein Sektopod ist. Und dass da auch noch ein bisschen was anderes rumläuft. Deswegen müssen wir uns echt dranhalten. Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Wir müssen das beenden. Ja, unfassbar. Oh, das ist ein Zivilist, den habe ich gar nicht gesehen. Gut, machst du mich auf die Ecke? Dann kann ich alle drei sehen. Sehr schön. Erstmal wäre natürlich der Berserker zu beseitigen. Der haut nämlich sonst meine Leute tot. Oh, das sind 10 Schlepper, das ist schon mal gut. Naja, brüll mal nicht so rum, Junge. Ich finde schade, dass der nicht mehr auf uns zukommt. Das war irgendwie einfacher damals noch. So. Puh, dann kommst du mal hierher. Wie gesagt, den Blaster Launcher möchte ich noch nicht einsetzen. Den kann ich noch sehen. Dann fahren wir mal ruhig auf den. Jetzt lebt er immer noch. Oh Mann, ey. Ich muss irgendwie versuchen, den und den zu erwischen. Aber ich habe nur einen Granatwerfer dabei und die Alte hat schon geschossen. Das ist ja blöd. Ja, gut, dann erschießt du erstmal den Berserker. Wenn wir nur einen Kodex haben, könnte das noch gehen. Der wird dann wahrscheinlich diese... Oh, das ist nicht gut. Fällt mir gerade ein. Das ist überhaupt nicht gut. Wenn er diese Psi-Explosion macht. Kommst du mal hierher? Kannst jetzt nur den sehen. Hm. Oder aber ich werfe die Granate rüber. Das hätte ich zuerst machen müssen, ne? Granate rüber hier hin. Obwohl, warte mal, ich kann das auch so machen. Ich mache 3-fach Schuss auf den. Schussserie. Gut, der ist tot und der hat Loot fallen lassen. Super, das muss ich unbedingt nächste Runde einsammeln. Und dann ist ja nicht meine Runde beendet. Was? Achso, ja, ist ja kein Pistolenschuss, kein normaler. Longshot kommt hierher. Und wirft die Granate. Und wirft die Granate dahin. So, dann ist er nämlich... Du sollst die Granate werfen. Ich kann ihn mit der Pistole sehen? Echt? Oh, ja gut, dann schießt mit der Pistole. Ist mir recht. Ja, schön. Oh, das ist eine echte Scheißwerk. Guck dich das mal an hier. Hilft leider nichts. Okay, das heißt, Arthuran geht jetzt mal eben hier rauf, dass er einen besseren Überblick bekommt. Und triggert dabei hoffentlich nichts. Nee, tut er nicht. Alles klar. Gut, Feldposten. Das darf nicht so schief gehen wie beim letzten Mal. Zulu, komm du mal hierher und schnapp dir das Zeug. Vielleicht hätte ich lieber meinen Sunny nehmen sollen, das ist ausgerechnet sie. 2 Illyrium-Kerne, sehr nett. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du kommst hierher. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Nichts aufgedeckt, okay. Arthuran. Du wirst mit Run and Gun hier raufflitzen und deinen Hintern dahin bewegen. Ich würde ja gerne hier in Deckung gehen, ne? Aber kann ich nicht. Sehen wir mal, was ich da jetzt aufdecke. Aber ich habe ja Run and Gun, ich kann im Zweifelsfall meine geile Waffe einsetzen.
Schreddersturmkanone. Da sind noch zwei. Das sind drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, also genügend Gegner in der Nähe gibt es auf jeden Fall. Muss mal. Hier oben rauf. Das sollte ganz gut sein, da oben als Position für den Scharfschützen. Sehr gut, Stitch bleibt, wo sie ist. Du spurtest hierher. Ich muss jetzt leider ein bisschen näher an die ran. Ah, die Munition ist fast leer, das ist ja doof. Du machst einen Feldposten. Du ebenfalls, Feuerschutz. Flatline ist noch da. Ach Mensch, guck mal. Flatline kommt hierher. Du machst ebenfalls Feuerschutz. Hat der Berserker daneben gehauen? Das finde ich gut. Das finde ich sogar richtig gut. Wie viel habe ich jetzt eigentlich ausgeschaltet? Drei erst, ne? Von 11. Betäubungslanzenträger. Und es war klar, dass das... Achso, ne, das ist der... Sektopod, der hier kurz einen Prozess mit den Leuten macht. Das ist ja nicht so schön. Ich glaube, ich habe tatsächlich erst drei Aliens ausgeschaltet. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Ich bin dabei. Jetzt lass mich doch mal wieder Kontrolle übernehmen hier. Mann. 11. Ne, warte, vielleicht 3. 4, 5. Das ist ja gar nichts bis jetzt. Muss mal hierher. Und feuerst auf den. Sollst du wohl hinbekommen. Ja, immerhin. 8 Schaden. Das ist okay. Kann man nicht meckern. Ja, sei mal in Rage. Schade, dass die nicht mehr auf uns zulaufen. Das hat es immer so schön einfach gemacht. Du musst erstmal einfach hierher, stellst dich einfach in die offene Fläche, das ist egal. Jetzt kannst du den sehen und den. Und schießen mal auf den. Der Rest ist ja näher dran. Ja, ich würde sagen, der ist tot. Vielleicht nicht schon verloren, schon drei verloren, oh Mann. Ich habe Angst, dass sich das Feuer hierhin ausbreitet und nächste Runde explodiert. Hehe, das wäre nämlich sehr doof. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss die Zivilisten hier rausholen. So, habe ich noch was getriggert? Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. Oh je, den habe ich ganz vergessen. Blitzschnelle Hände machen wir einmal auf den Lanzenträger hier. Daneben. Ach, come on. Das wären dann 6, ne? Mit dem da hinten. Gut, fangen wir hier mit der Konfrontation an. Der hat gesessen. Und der auch. So, waren das nur 3 Rüstungsschäden, aber das ist ja erstmal egal. Du kommst hierher. Ich kann beide sehen, ne? Okay, 54 auf den und 65 auf den. Mit der Granate, wie weit komme ich da? Kriege ich beide irgendwie rein? Nee, ne? Doch! Oh, nett. Na dann schießen wir doch ruhig beide. Ab damit. Der Lanzenträger müsste danach nämlich tot sein. Und der Mac dürfte zumindest ordentlich Rüstung verlieren. Ja, Lanzenträger ist tot, Mac hat Rüstung verloren. Sehr schön. Jetzt würde ich den gerne noch wegbekommen. Und zwar... 98%, dann mach du das doch mal. Ich könnte es natürlich über Serie regeln. Dann Feuerschutz geben, mache ich aber jetzt nicht. Das passt schon so. Ich würde sagen, das lief gut.
Jetzt müssen wir noch mal eben schnell zwei Zivilisten retten. Einer steht da zum Glück direkt um die Ecke. Tot von oben. Ich dürfte jetzt nochmal. Und diese Aktion werden wir zum Nachladen nutzen. So, Arturan. Du kommst erstmal hierher geflitzt. Zwei Zivis muss ich retten. Sag mal, kommst du jetzt wohl mal dahin? Zwei Zivis. Einer liegt hier, einer da. Es ist noch genug theoretisch auf einen Haufen. Scanning. Ernsthaft. Das ist gerade ein bisschen ätzend. Habe ich das schon mal erwähnt? Wir müssen diesen Sektorpod triggern da hinten. Sonst sterben mir diese Leute zu schnell weg. Denn vier sind ja schon tot jetzt. Komm schon, Arturan. Hau ihn direkt um. Ja, sehr schön. Das gefällt mir. Wir haben jetzt schon vier vernichtet. Das ärgert mich jetzt. Ich wollte den jetzt eigentlich einsammeln, diese Runde. Kann Arturo nochmal Run and Gun machen, diese Runde? Nein, erst zwei Runden wieder. Oh, das ist doof. Ich weiß, dass da hinten irgendwo ein Sektorpod ist. Die Frage ist, hole ich mir den jetzt? Komme ich da überhaupt ran, ist die große Frage. Denn mein Scharfschütze hier wird es definitiv nicht sehen können. Das heißt, ich muss sie auf jeden Fall jetzt hierher verlegen. Sonst haut das nicht hin. Andererseits sind die Sektopolen natürlich auch so groß. Okay, ich denke, ich werde es riskieren. Ich komme hierher. Und sehe keinen Sektopod? Das ist jetzt doof. Zulu kommt hier rüber. Ich habe irgendwas aufgedeckt. Oh, da sind noch Advents, okay. Na gut, dann muss ich die jetzt erstmal eliminieren. Bevor hier irgendwas anderes geht. Den Blaster Launcher hebe ich mir noch auf. Ich würde ja gerne hier in Deckung gehen, aber da steht so ein doofer Zivilist rum. Ich könnte natürlich auch erstmal die Granate feuern. Das beendet ja meine Runde nicht, ne? Kriege ich da beide rein? Ja, alles klar. Dann hau mal raus, das Ding. Und dann werde ich... Oh, ich habe vergessen, dass meine Zeit schon längst um ist. Okay, der ist schon mal tot, ist dann Lanzer. Ja, dann beende ich an dieser Stelle mal die Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM 2. Bis dann.